Ja, guck mal, ich trage nur Mantel. Nur Mantel. Das ist das Beste, was es gibt. Wolframrüstung eigentlich. Das dagegen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht viel. Wir müssen mehr Dämonenaugen plätten. Ja. Die sagen, was wir haben, reicht noch nicht. Du brauchst 6 Dämonenaugen dafür. Jetzt, alles weiß ich nicht, was spiele ich. Ja, 2 haben wir schon. Ich laufe hier einfach mal nach hinten. Oh, ich habe einfach was Silbermünzen gefunden. Zum Pinguin. Och, niedlich. War so niedlich, ich muss ihn töten. Aber die Kletterklauen, die sind ja richtig geil. Also ich wünsche, der Kaktus würde endlich mal wachsen, weil ich würde mir nämlich auch gerne mal eine vollständige Rüstung machen. Kaktus braucht man denn da? Einiges. Ja, ungefähr sagen. 50? Ich hab hier... Ich bin mit 13 gerade dabei. Ach so, liebe Terraria-Freunde, ihr könnt gern noch bei Terraria einsteigen, aber bitte, wie sage ich das jetzt am besten? Bitte mit einem neuen Charakter, weil wir hier alles von der Picke auf uns selber bauen wollen und nicht irgendwie hier. Ja, der hat das und das und dann benutzen wir das und darauf haben wir eigentlich keine Lust. Wenn, dann wollen wir alles selber finden, bauen etc. Wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann, aber dann bitte ohne kluge Sprüche mit, aber wenn es jetzt hart klingen mag, mit ey, ich weiß alles etc. Das verdirbt ein bisschen den Spaß, finde ich. Ich weiß nicht, wie Bigfoot die Sache da sieht, aber ich finde, es verdirbt ein bisschen den Spaß. Also generell dieses ganze Klugscheißer-Gelaber, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also ich meine, es ist ja schön, dass ihr jetzt über das Spiel Bescheid wisst, das hey, aber das braucht man wirklich nicht irgendwie angeben und sagen, hey, ich bin der Babo in Terraria und lieber mag ich generell nicht, egal ob jetzt beim Zocken, mag ich nicht. Ja, also trotzdem, wie gesagt, wenn ihr Lust habt mitzuspielen, spricht da nichts dagegen. Wie gesagt, aber dann mit einem neuen Charakter, ohne Ausrüstung von eurer Welt, weil alles andere fände ich jetzt ein bisschen schade. Es freut mich für euch, wenn ihr schon weit seid, gar kein Thema. Aber wir möchten auch aus eigener Kraft dann so weit kommen. Ich weiß nicht, wie du die Sache siehst, aber ich sammle gerade Kaktus für dich. Hä? Wo sammelst du Kaktus? Was du kriegst. Ja, aber wo sammelst du Kaktus? Wir hatten doch hier nichts mehr auf der Welt. In der Wüste. Da ist gerade was gewachsen. Hier zwei. 40 Stück Kaktus. Ach, du bist dahin, Vorsicht, da hinten sind auch die Seelenfresser wieder, gell? Ich pack die jetzt. Ich hab eben. Ich aber. Er packt die. Dinger wachsen ja immer wieder nach. Das heißt, auch wenn da kein Ansatz ist, die wachsen halt.
bin ich bei 61. Also. Nice. Wo bin ich eigentlich jetzt hier? Ah, okay, ich komme an die... Ich komme jetzt an eine Stelle, wo ich gleich bestimmt sterben werde. Weil das Loch ist nämlich sehr tief. Heil und heil, heil und heil. Heil und heil. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Aua. Oh. Überleben. Kann das einer? Ja, mit The Rock. Da wo sie alle da ins Erdloch fallen und dann, oh, nee, Quatsch, der Einser mit Brendan Fraser war das. Wo sie fallen und fallen und dann merken sie plötzlich, hey, wir fahren ja gar nicht mehr. Wir schweben. Bist du? Ich bin irgendwo hier unten unter der Erde. Aber das ist kein Thema, ich werde wahrscheinlich eh demnächst sterben. Denke ich zumindest mal. Wer zum Henker will, Zinn erbt. Ich nicht. Hey, ich hab Topaz gefunden. Da hinten funkelt wieder was. Du blöder Erdwurm, du! So, der Wurm ist Geschichte. Oh, ich habe wieder so ein Kristallherz gefunden. Lebenskristall. Sehr nice. Okay, was haben wir jetzt hier? Das ist wieder das komische Material, was ich nicht abbauen kann. Aber YOLO, Loch runter, Bombe rein und fertig. So, ein Loch habe ich. Jetzt kommt, fehlt noch die Bombe. Und ich habe sie nicht dabei. Nein! Meisterhafte Arbeit, Kurbel. Oh, ich glaube, kann man essen. Ich habe Wolfram gefunden. Ja, kann man Blaubeeren jetzt essen oder kann man nicht essen? Nee, die kann man nicht essen. Ehrlich gesagt nicht, was man... Ich habe Eisenerz gefunden. Juhu! Ich wollte eigentlich schon liegen lassen, weil ich dachte, das wäre wieder das blöde Zinn. Also was man anscheinend auch machen kann, diese ganzen Samen, die man so benutzt, hier bekommt, kann man zum Beispiel mit dem Bogen verschießen. Hä? Samen mit einem Bogen verschießen?
Nein, geht es. Ich habe Discord gemacht. Nennt man das dann Samenschleuder? Ja. Was? Mit dir klingt alles so besser aus. Also, was war denn jetzt schon wieder falsch in meiner Aussage? Samenschleuder. Naja, du kannst die Samen verschießen mit einem Bogen, dann kann man doch auch gleich sagen, das ist ein Samenschleuder. Ach, jetzt macht's Klick. Es gibt ja noch was. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Also. So nennt man natürlich auch noch andere Leute, nennt man auch Samenschleuder. Jetzt hab ich's gerafft, Bigfoot. Ah, zwinker, zwinker. Okay, Fragezeichen. Nee, ich sag das jetzt nicht. Wäre jetzt etwas verstörend für die Zukunft. Wahrscheinlich nicht nur für die, sondern auch für mich. Ah, okay. Oh, was ist ey, weißt du, was ich gerade gefunden habe? Wolframerz? Das wäre geil. Nee. Ein Haufen Steinblöcke! Der Stein. Braucht doch schon aus Diamanten und so. Falsches Spiel. Falsches Spiel, genau. Okay, ich habe Wolframerz gefunden. Oh, und wieder blau. Sobald wir irgendwann mal einen Händler haben, dann können wir nämlich das Blaue hier verkaufen. Da kriegen wir nämlich richtig gut Geld dafür. Da kriegen wir nämlich Gold und für Gold können wir uns nämlich gute Sachen kaufen. Wie zum Beispiel so ein Bauarbeiterhelm mit Helm mit Lampe vorne dran. Ich schon hier ein Helm. Ach, du hast schon einen. Oder hast du den zum Bauen gesehen? Bigfoot, red mit mir. Ich habe gerade das ganze Zeug, was in der Truhe war, das habe ich mir jetzt erstmal durch total schlau. Das ganze Zeug, was in den Truhen war, was hast du damit gemacht? Das habe ich mir alles jetzt im Inventar getan. Das kann man doch so da links seitlich machen. Da ist ein Button dafür. Warum machst du sowas? Alles, was in den Truhen war. Alles, was in der einen Truhe war, wo die ganzen Waren sind. Ja, toll. Und ich krieg nichts davon. Das wird wieder zurückgetan. Du bist mein Held. Ein Versehen. Ja, alles nicht. Schwarzer Schleim. Hattest du schon mal eine Begegnung mit einem schwarzen Schleim? Ja, die Dinger hocken nur noch unter der Erde. Habe ich leider begegnet, als ich eben unter der Erde war. Sind die heftig oder gehen die? Also wenn die dich angreifen, machen die nicht viel Schaden, aber die sind halt schwer irgendwie. Also schwer zu killen, quasi meinst du? Die haben ziemlich viel Leben. Aber sonst, Papa Pieks. Ich glaube, dieser Zombie ist weiblich.
Nö, also der ging richtig schnell kaputt. Ich wäre natürlich auch glücklicher, wenn ich wüsste, was man mit dem blöden Topaz bauen könnte. Ne, Saphir ist das jetzt. Oh, in dem Spiel gibt es eindeutig zu viele Edelsteine. Bitte läuft von mir weg. Ich stink doch gar nicht. Hab doch geduscht. Letztes Jahr. Da kommt gleich die Aussage. Wer hat das gesehen? Ich. Das hab ich ganz allein gesehen. So. Wieder ein Riesenwurm geplättet. Ja, ich, Gurbel, hab einen Riesenwurm geblättet. Aber diesen Riesenwurm hast du gebrochen. Er kam von unten nach oben. Er kam von unten nach oben. Ach, halt die Klappe. Lass mal diese Aussage auf die Zuschauer einwirken. Kam von oben nach unten. Nein, von unten nach oben. Unten nach oben eben. Willst du mir schon wieder falsche Sachen in den Mund legen? Hallo. Du Sau. Das will ich dir aber überhaupt nicht sagen. So, Bigfoot, ich lasse mich jetzt sterben. Dann komme ich nämlich bei dir raus, dann können wir endlich mal hier die... Ich lasse mich töten, ich sterbe, du. Ich lass mich sterben, ich bin unter Wasser. Also töte dich. Nein, ich töte mich selber, das heißt deswegen, ich lass mich sterben. Und tschüss. Hat vergessen zu atmen. Uah, sowas vergisst man auch ziemlich schnell. Hallo. Oh, Bigfoot hat ein Pflänzchen gepflanzt. Ui, wie goldig. Ja, auch direkt mal den Kaktus geben, den ich extra für dich gesammelt habe. Ja, Moment. Das liegt da bei der Fackel. Also wenn du zu mir guckst. Wo? Na, für dich gesammelt. Dankeschön. Okay. Ich brauche ja eigentlich nur ein Haus. Ein Haus. Nee, was brauche ich? Brustpanzer. Und vielleicht ein Kopfteil. So. Mist. Der wird mal ein bisschen seltener zu sein als die Kopf. Man wirklich nämlich sehr viel, sehr wenige. Alter, das sieht so hammer aus. Guck mal. Hallo Bigfoot, ich trage Mantel und habe grünen Kopf. Ja, nee, ist klar. Wie hoch ist denn deine Abwehr eigentlich gerade? Abwehr? Drück Y und dann geh auf das rechte von links. Da steht Ausrüstung.
Und unter deinem Männchen steht ein Abwehr dran. Wie viele Abwehrpunkte hast denn du? Insgesamt 3. What? Ich hab 10? Da hab ich 4. So, weil ich Bonus-Setup. Aim hab ich. Okay, lass mich mal kurz gucken. Für einen Zinnhelm. Zinn haben wir ja ziemlich viel, ne? Guck mal bitte, was der Kaktushelm für Abwehr hat. Nur der Helm. Der Abwehrhelm, hey? Helm habe ich ja nur einen Punkt Abwehr.